So, hallihallo ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft Dragonflight. In der Version 10.0.7 sind wir jetzt hier auf den Dracheninseln im azurblauen Gebirge und dort sind wir ganz außen hier und da haben wir bei dem NPC Bast die Quest Bast rekrutiert. So, berichtet Grimhauer, dass ihr Bast rekrutiert hat, gibt 2 Gold 80. Wir nehmen die Quest an, sollen zurück zum Grimhauer, der uns ursprünglich hier auch hergeschickt hatte. Und da sage ich mal, Abmarsch. Und was machen wir? Wir werden nicht komplett rüberfliegen, wir werden jetzt nach Iskara fliegen, fliegen dann mit einem Flugmount nach Ronin-Schild und fliegen dann runter. Und weil wir damit sehr wahrscheinlich schneller sind, als dass wir jetzt hier unterwegs mal warten müssen, bis unsere Bubbelchens dann zwischendurch aufgeladen sind. So. Zum Windreitmeister. Also, ihr wisst zu überraschen. Könnten auch hier zum Lager Antoni dir, oder, aber ich glaube, nimmt sich jetzt nicht viel da die beiden Punkte, ob man jetzt hier ist oder hier ist. Ich glaube, da ist jetzt nicht viel Unterschied. Deswegen Abmarsch auf dem Flug hierhin, dann hier runter. Hier sieht es natürlich sehr wust aus in meinem Questlog, aber nur wenn man questet, gehen sie auch weg. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wir müssen einfach alles wegspielen. Wenn man alles weggespielt hat, dann ist man froh, dann ist man glücklich. Und dann können wir auch sagen, hey, wir haben es geschafft, wir haben die Quest weggemacht. Manche Quests sind natürlich sehr, sehr lang, manche Quests sind aber halt in normaler Länge, wie jetzt hier der Bast rekrutiert. Natürlich, wenn wir jetzt hier so wöchentliche Quests haben oder Raid-Instanz-Quests, die kann man natürlich nicht so schnell erledigen. Da muss man ein paar Mal rein, wie hier Siegel von Schwarzfaust, muss man ein paar Mal die Instanz machen. Aber hier der Bast rekrutiert, das ist ja eine normale... Ich nenne es mal Weltquest, obwohl man Weltquest ja hier anders bezeichnet. Aber auf dieser, in dieser Zone, eine Zonenquest dann vielleicht besser genannt, wo man dann einfach annimmt und entsprechend die Quest erledigt und dann relativ schnell wieder abgibt. Ist ja, glaube ich, auch für die Levelphase vielleicht gedacht, dass man sich jetzt hier immer zur blauen Gebirge aufhält. Obwohl man da sicherlich auch sagen kann, hey, dann quest sich vielleicht erstmal die Kampagne durch. Mittlerweile läuft die Kampagne ja auch noch mal ein bisschen länger und ein bisschen mehr gibt es da jetzt auch schon mit 10.0.7, als wie es ganz am Anfang war. Und wir spielen aber Quest nach und nach ab. Dann kann man sich dann natürlich gerne meinem YouTube-Kanal anschauen. Weil ich favorisiere das manchmal, also klar, WoW-Head ist das eine, aber die Quest sich anzugucken ist das andere, da sieht man genau wie, wo, was. So, zack, dann sind wir jetzt hier gelandet, beim alten Grimhauer, können jetzt die Quest Bast rekrutiert abgeben, bekommen noch 2 Gold 80. Und damit ist die Quest auch erledigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal, der ist hier verlinkt im YouTube-Kanal, lasst bei dem Video. Und hier auf meinem YouTube-Kanal natürlich auch gerne Like und Abo da. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.